Gut, zu Zotero Crash Kurs. Willkommen dazu. Wir sind hier schon auf der Webseite zotero.org. Die nutzen Sie, um zwei Dinge zu installieren. Ganz wichtig, ja, Sie sehen das hier schon. Einmal der Download-Button für Zotero selbst und der Download-Button für den Connector. Eine ganz essentielle Sache hier. Das fügt ein Plugin in Ihren Browser ein, damit Sie extrem schnell Quellen hinzufügen können, einfach beim Surfen nebenbei mit einem Klick. Und das ist auch schon im Prinzip der große Wettbewerbsvorteil von Zotero, wenn man es vergleicht mit den anderen Zitationsprogrammen auf diesem Markt. Die haben so etwas in der Form und mit der Funktionalität nicht. Zotero selbst habe ich schon installiert, aber den Connector noch nicht. Ich führe das mal vor. So, hier im Firefox sieht das Ganze so aus. Er fragt mich. Ich klicke drauf, bestätige, hinzufügen und so weiter. Immer schön OK drücken. Und dann sieht man hier oben schon so ein Set. Wenn man das erste Mal drauf drückt, gibt es noch eine kleine Erklärung, dass das alles geklappt hat und wie das funktioniert, aber das zeige ich Ihnen jetzt. Und in dem Moment, wo ich das weggeklickt habe, sieht man ja jetzt schon, hat sich dieses Set verändert und das wird sich auch immer wieder verändern. Dieser Button ist je nachdem, auf welcher Art Content Sie sind, hat ja ein etwas anderes Erscheinungsbild, um auch gleich klarzumachen, wenn man ihn betätigt, was er dann genau speichert. Den Connector gibt es nicht nur für Firefox. Ich zeige das hier auch mal eben für die anderen gängigen Browser. Hier sind wir in Chrome. Wenn ich hier auf Installieren drücke für den Connector, komme ich erstmal in so einen Webstore. Da muss ich hier auf Hinzufügen, Erweiterung hinzufügen. Und das muss ich nicht machen hier mit der Synchronisierung. Das ist nur Werbung von Chrome. Der Connector ist jetzt schon hier oben aktiv, aber ein bisschen versteckt. Wenn ich das wegixe, hat man auf einmal nur noch dieses Puzzle und der Connector ist hier unten. Den kann ich aber anpinnen und dann habe ich hier auch den Zotero-Button immer direkt verfügbar. Wie sieht das Ganze in Microsoft Edge aus? Auch hier habe ich den Install-Button. Komme ich auch in einen Webstore, eben den von Microsoft, gehe auf Abrufen, Erweiterung hinzufügen. Und hier bleibt der Button. Machen wir eine kleine Suche. Nehmen wir mal an, Sie wollen eine Bachelorarbeit schreiben zu Zitationssoftware. Warum nicht? So, habe ich hier schon mal eine kleine Suche vorbereitet. Natürlich muss Zotero im Titel vorkommen. Ich habe auf die letzten Jahre eingegrenzt. Und man sieht tatsächlich, es gibt wissenschaftliche Paper, die sich mit den ganzen Zitationssoftwaren beschäftigen, den Vor- und Nachteilen. Und jetzt kann ich den Zotero-Connector drücken. Ist natürlich jetzt noch nicht zwingend super sinnvoll, hier sozusagen eine Google-Suche abzuspeichern, aber wenn ich hier was Aufwendiges drin habe, auch das interessant. Ansonsten würde ich erstmal direkt auf die Quelle gehen. Und Sie sehen, der Connector sieht wieder ein bisschen anders aus. Auch das wird meiner Bibliothek hinzugefügt, inklusive des PDF-Snapshots. Ich kann also auch, wenn ich dann offline bin, in Zotero die PDFs weiter aufrufen und lesen. Wohin genau er speichert, kann ich hier oben aussuchen. Automatisch wird der Ordner ausgesucht, der in Zotero gerade angewählt ist. Ich zeige Ihnen jetzt mal das Programm selbst. Da sehen Sie, hier sind die beiden Quellen, die ich eben hinzugefügt habe, die Google Scholar Suche und das Paper. Und angewählt war meine Bibliothek. Das heißt, die werden jetzt einfach hier drunter immer abgelegt. Und ich lege jetzt mal einen Unterordner an. Zum Beispiel für eine Hausarbeit. Oder ich kann natürlich auch verschiedene Themenordner anlegen. Und Sie sehen, der ist jetzt natürlich leer und jetzt weiß ich aber, ah, das Paper, das soll da rein. Ich schiebe es mal rüber. So, habe ich das Paper hier drin in dem Hausarbeitsordner und unter meine Bibliothek bleibt es. Dort ist dauerhaft alles, was ich jemals in der Bibliothek hinzugefügt habe, sichtbar. Gehen wir mal zurück zur Recherche. Ich habe ja auch hier die Möglichkeit, direkt aufs PDF zu gehen. Wie sieht das dann aus? Wir haben das PDF. Und der Zotero-Button hat dieses PDF-Symbol. Ich klicke drauf, Haken, das klappt auch. Andere Suchmaschinen, zum Beispiel Base von der Uni Bielefeld, das ist eine andere sehr große, da funktioniert das natürlich genauso. Ja, auch hier gehe ich mal auf den ersten Treffer, füge die Quelle hinzu und alles findet sich passend hier wieder. Hier sehe ich schon, ah, jetzt habe ich ja eben das einmal das PDF und einmal die Webseite hinzugefügt. Und das wird natürlich als identische Quelle erkannt.
Ja, es wird dann, wenn ich auf dem PDF bin, nicht nur das PDF abgelegt. Das wird hier mal unten drunter gelegt, aber die Quelle selbst sozusagen wird auch vollständig ausgefüllt. Hier drüben sind die detaillierten Angaben zu der Quelle. Was mache ich jetzt? Da habe ich diesen Eintragsdublettenordner und dann ist man hier schon, sieht man ziemlich schnell, ah ja, das ist doppelt drin und mit diesem Knopf kann ich das zusammenführen. Dann gibt es hier einen Ordner Einträge ohne Sammlung. Dort sind alle Quellen drin, die ich jetzt noch nicht in einen gelben Unterordner eingefügt habe. Und natürlich gibt es einen Papierkorb, man braucht also keine Sorge haben, wenn man was löscht, so wie eben bei dem Zusammenführen der Quellen, dass was verloren geht. Was kann ich noch machen? Sie sehen hier so einen braunen Button, ich kann neue Gruppen anlegen. Gehe ich mal drauf. Es kann ja sein, dass ich mal zusammenarbeiten will mit anderen Leuten an einer Hausarbeit oder an einem Paper. Dann logge ich mich bei Zotero ein. Sie sehen, ich bin sofort zur Webseite geschickt worden und kann hier eine neue Gruppe erstellen. Ich vergebe einen Namen und überlege mir, was will ich für eine Membership? Public Open. Man kann das ganze Internet, meine Gruppe und meinen Content durchsuchen. Public Closed. Dann können nur Mitglieder mitarbeiten. Also man lädt sozusagen die anderen dann per E-Mail-Adresse ein. Und dann können die mitmachen im Team und Private Membership. Dort, ja, habe ich dann das Problem, dass die Gruppe sozusagen nur dem Administrator zur Verfügung steht, im vollen Funktionsumfang. Die anderen können nur lesen. Dann muss ich halt darauf achten, wenn die anderen auch hinzufügen und entfernen können sollen, dann müssen die auch entsprechend Administratorrechte bekommen. Ich lege die Gruppe jetzt mal nicht endgültig an. Ich habe schon so viele. Diese ganzen Gruppen habe ich ja eben nicht in Zotero gesehen. Wo sind die denn? Und wie kriege ich jetzt Zugriff? Dazu ist dieser Button hier oben ganz wichtig. Draufklicken, dann sagt er schon, jo, Sync-Einstellung öffnen. Und jetzt füge ich meinen Benutzernamen ein, mein Passwort und dann kann ich entsprechend die ganzen Gruppen hier unten sehen. Einfach genug, wenn man noch keinen Account hat bei Zotero, kann man den hier erstellen. Account erstellen, ich werde wieder umgeleitet, kann mich hier registrieren. Das Ganze ist eine Non-Profit-Organisation. Das alles kostenlos bis zu einem Speicherplatzkontingent von 1 Gigabyte kann man das nutzen und darüber verlangen die Selbstkostenpreise. Wenn ich das alles eingerichtet habe, erscheinen dann hier unten meine Gruppenbibliotheken. Da muss ich halt aufpassen, wenn ich die nutzen will, muss ich einen Ordner in der Gruppenbibliothek anwählen, damit meine zukünftige Recherche eben dort abgelegt wird. Und ich kann natürlich auch Quellen hin und her schieben, wie ich das möchte. Wenn was bei der Installation mal nicht geklappt hat, dann kann man hier nochmal die Browser-Erweiterung nachinstallieren. Dann geht es weiter hier mit den Buttons im Hauptbereich. Wir sehen, ich kann auch manuell Quellen hinzufügen. Nehmen wir an, ich habe ein Interview geführt. Dann kann ich das ja nicht aus dem Internet sozusagen mit dem Zotero-Button abspeichern. Gehe ich hier auf Interview. Und dann sehe ich hier erstmal einen Lerneintrag. Den muss ich jetzt natürlich vollständig ausfüllen. Oh, nehmen wir an, das ist ein Interview zu Zotero gewesen. Hier würde ich dann den Namen des Interviewten einführen. Oh, ich habe mit mir selber gesprochen. So. Und eine Zusammenfassung und Datum und so weiter kann ich alles eintragen. Hier oben kann ich auch nachträglich den Typ ändern. Sie sehen, es gibt extrem viele verschiedene Typen. Zotero versucht die automatisch zu erkennen, aber manchmal ist das sinnvoll, hier auch nochmal zu gucken, ist das richtig ausgewählt. Und wenn ich Dinge zum Beispiel jetzt in der Gruppenbibliothek habe und ich möchte den anderen was mitteilen zu diesem Interview, den anderen aus meinen Gruppen, dann lege ich hier nun eine Notiz an. So, und dann sehe ich hier im Hauptbereich, dass diese Notiz dort hinzugefügt wurde. Das nutze ich auch super, also gerne für Feedback. Dann gibt es noch Tags. Ich kann also Schlagwörter vergeben. Das ist hilfreich für die schnelle Durchsuchung meiner Bibliothek, wenn die groß gewachsen ist. Und an sich ist es auch immer vorteilhaft, hier im Hauptbereich mit diesem kleinen Button noch ein paar Infos so hinzuzuschalten, damit man die immer im Blick hat. Ich füge da am liebsten hinzugefügt am dazu. Und dann kann ich hier entsprechend nach Datum sortieren und weiß genau, wann habe ich was hinzugefügt. Oder hier unten gibt es weitere Spalten, ja, dass ich zum Beispiel die Sprache hinzufüge, dass ich einen Überblick darüber kriege, wie viele englische, wie viele deutsche Quellen habe ich. Dann gibt es den Zauberstab-Button. Auch sehr schön, ja, wenn man jetzt mal ein Buch gelesen hat in der Bibliothek. Dann kann man ja nicht auf den Zotero-Button klicken. Dann habe ich mir aber vielleicht die ISBN notiert und kann die hier eingeben. Oder das Paper war nur in der Bibliothek abrufbar und lesbar. Dann tippe ich die DOI hier ein und er fügt dann den Eintrag vollautomatisch
hinzu. Hier ist nochmal der Notizen-Button, der versteckt sich hier sozusagen auch nochmal. Gleiche Funktion wie da. Dann kann ich Anhänge hinzufügen, eine etwas ausführlichere Suche starten. Und das war es an sich mit den Hauptbuttons hier im Programm. Ja, jetzt zeige ich noch, wie Sie das Ganze in Word verarbeiten. Es gibt ein Plugin sowohl für Microsoft Word als auch für Google Docs, als auch für LibreOffice Writer. Das Plugin sieht aber immer gleich aus. Sie haben dann hier oben eine Leiste und sollte das Zotero-Tab mit seinen Buttons nicht da sein, können Sie auch das nochmal nachinstallieren. Manchmal ist es so, dass Word offen war oder einer veralteten Version drauf war, dass das dann nicht direkt geklappt hat mit der Installation. Wie installiere ich es nach? Ich gehe auf Bearbeiten, Einstellungen, Zitieren, Textverarbeitungsprogramme, Add-in erneut installieren. Und je nachdem, welche Word-Programme Sie drauf haben, sind hier unterschiedliche Optionen. Wie füge ich jetzt eine Quelle hinzu? Ich schreibe einen geistreichen Text. Ja, der Text stammt nicht von mir, sondern aus einer Quelle. Drücke ich den Button hier. Beim allerersten Mal fragt er mich nach, welchen Zitierstil ich möchte. Hier unten versteckt sich manchmal der OK-Button. Runterziehen, dann ist er da. Es öffnet sich hier eine Zotero-Leiste. Dort kann ich jetzt, wenn ich weiß, welche Quelle ich genau hinzufügen möchte, einfach ein Suchwort eingeben, was mich an die Quelle erinnert. Dann sehe ich schon alle Quellen aus meiner Bibliothek. Zum Beispiel, wenn ich jetzt dieses Paper hinzufügen, sehe ich schon, das klappt. Es kann auch sein, dass mein Satz eine Zitation oder eine Zusammenfassung von zwei Quellen ist. Dann kann ich das Ganze nochmal machen. Ja. So, suche ich nochmal. Und jetzt will ich noch das Interview auch noch hier mit zitieren. Sehen Sie, da habe ich noch kein Ja eingegeben. Dann wird dann entsprechend nur Langkamp, der Autor, angegeben. Und mit Enter bestätige ich. Und das Ganze wird vollautomatisch eingefügt. Das ist jetzt sogar auch hinterlegt, damit ich daran denke, dass ich da jetzt nicht händisch drin rumfuschen darf. Ja? Auf keinen Fall was an dieser Zitation irgendwie nachträglich verändern. Das würde den Link zu Zotero zerstören. Und eine automatische Aktualisierung, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Ja hinzufüge, würde nicht mehr funktionieren. Ja, das Ja würde ich jetzt nachtragen. Hier steht ja OJ, also ohne Ja. Gehe ich zum Interview, trage das Ja ein, zurück. Jetzt drücke ich auf den Aktualisieren-Button und das Ja ist da. Ich zitiere mal noch was und diesmal auf eine andere Art und Weise. Jetzt habe ich hier keine Idee mehr, was mein Schlagwort eigentlich war, wie die Quelle heißt, von welchem Autor sie ist. Dann gehe ich hier auf diesen Z-Button auf die klassische Ansicht. Da sehe ich meine gesamte Bibliothek. Und jetzt fällt mir ein, ach so, diese Introduction wollte ich noch hinzufügen. Und ich wollte wortwörtlich zitieren. Dann kann ich hier zum Beispiel auch die Seitenangabe mit angeben. Ich kann auch andere Dinge hier aussuchen, die ich genauer angeben will. Und auch hier gibt es einen Button, um mehrere Quellen hinzuzufügen. Ja, da habe ich hier drüben die Möglichkeit, eben auch zum Beispiel das Interview nochmal dazu zu packen. Reihenfolge kann ich hier ändern. Und im Editor kann ich hier auch eine Vorschau sehen, wie das dann aussehen wird. Möglichst auch hier nichts händisch dran ändern. Auf OK gehen. Und schon ist alles drin. Jetzt nehmen wir mal an, ich habe meine Arbeit fertig geschrieben. Dann brauche ich ein Literaturverzeichnis. Und das ist jetzt noch ein einziger Klick auf diesen Buchbutton. Zack, alles da. Man sieht auch, dass das Interview, was ich oben zweimal zitiert habe, jetzt hier nicht doppelt auftaucht, was natürlich genau so sein soll. Was ist mit den anderen Buttons hier? Wenn Sie dann merken, oh, ich will das Ganze nochmal in einer anderen Zeitschrift veröffentlichen, die einen anderen Zitierstil haben, drücke ich hier drauf und komme nochmal zu den Zitierstil-Einstellungen. Ich würde mal hier auf Elsevier ändern, OK drücken. Und Sie sehen, der ganze Stil wird entsprechend passend angepasst, sowohl hier oben im Fließtext als auch in der Bibliografie. Wenn Sie ein sehr großes Dokument haben, kann das auch mal einen Moment dauern, aber es klappt sehr zuverlässig. Soweit.